schaffen wir es zwar noch nicht, die Nordsee karibisches Blau zu tauchen, aber wir haben ein buntes Programm auf die Beine gestellt, mit dem unsere Kunden Deutschland mal wieder neu entdecken. Ja, wenn du es jetzt schon ansprichst, dann muss ich es natürlich auch aufgreifen. Die Nordsee wird also noch nicht karibisch blau sein, aber mit welcher Programmfarbe hältst du uns denn bei Laune? Mit einer Entdeckertour zum Beispiel. Highlights der Nordseeküste. Da brauchst du gar nicht so zu lachen. Das ist nämlich wirklich spannend. In Tagestouren geht es von Husum raus auf die Heilig-Hoge, raus nach Helgoland und natürlich auch nach Sylt. Für mich alles andere als eintönig. Helgoland, gutes Stichwort, kann man da noch zollfrei einkaufen? Jung, das kannst du. Bei der zweiten Tour werden bei euch vielleicht Erinnerungen an die Kindheit wach. Da war der ein oder andere bestimmt mal mit seinen Eltern im Urlaub, Inselhopping in Ostfriesland. Auch hier geht es in Tagestouren auf unterschiedliche Inseln. Nach Borkum, nach Langerhoge und nach Norderney. Ich persönlich denke, das sind zwei Reisen, die sich wirklich gut verkaufen lassen. Jede Menge Abwechslung, Color the World im deutschen Norden. Ja, die Nordsee hast du schon angesprochen und ich habe ja schon gesagt, ich lebe mittlerweile in Berlin, da ist die Ostsee natürlich näher. Wie sieht es denn da mit der blühenden, farbenfrohen Landschaft aus? Kannst du bei uns in vollen Zügen genießen, und zwar von Land und von Wasser aus. Boot und Bike heißt hier das Stichwort. Eine 8-tägige Tour auf der MS Princess, an fast jedem Tag kombiniert mit einer Radtour. Es kommen auch einiges an Kilometern zusammen, sind zwischen 20 und 60 Kilometer pro Strecke. Gute Nachricht für dich, Jochen. Im Vorfeld kannst du bei uns ein Elektroleihfahrrad buchen. Ich persönlich würde das normale mit den 7-Gängen nehmen, das gibt es nämlich auch. Ihr seid einfach so nett zu mir, ne? Ja, vielen Dank. Ich bin gar nicht so faul. Ich bin nämlich eigentlich eher so der Süddeutschland-Typ, weil ich die Berge so liebe. Hast du denn da auch was im Paket? Ist gut, dass du nachfragst. Da fällt mir spontan das LTI Alpenhotel Kaiserfels an. Das kannst du nur bei der Touristik buchen und das solltest du auch, denn das Outdoor-Programm ist wirklich einmalig. Dazu aber später mehr von den Kollegen der Touristik Hotels. Na gut, vielen Dank erstmal Manuel und natürlich einen großen Applaus für unser erstes Team hier auf der Bühne. Jetzt sehr schon mal Manuel Frankenberg, Assistenz einfach auf Autoreisen. Danke. Ah, Moment. Nee, wenn ihr mich jetzt schon so die ganze Zeit auflaufen lässt, machen wir das noch ein bisschen wie bei den Fraternen.